Ja, Krimi-Dinner gestern war richtig toll. War sehr viel Action geboten. Man musste mitsingen. Es wurden Rollen verteilt, sodass auch einige der Gäste ganz witzige, tolle Rollen mit dem Spiel hatten. Also es war so ein ganz klein bisschen leicht Impro-Theater angehaucht. Und muss sagen, kann ich empfehlen, würde ich jederzeit wieder machen. Also hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Warum ich aber trotzdem jetzt beim Schnitt und die Musik, die unten drunter liegt, so ein bisschen was Melancholischeres gewählt habe, liegt daran, dass wir gestern, kurz bevor wir losgefahren sind, erfahren haben, dass die Trauzeugin von Michaela gestorben ist. Und das hat dem Ganzen natürlich, konnte man abends dann trotzdem noch Spaß haben, bedingt. Aber es war halt immer auch so ein leicht melancholischer Unterton bei uns vorhanden und ich wollte jetzt das Video dann auch nicht irgendwie auf Halligalli schneiden. Ja, das war der versprochene kleine Einblick ins Krimi-Dinner. Wenn ihr schauen wollt, wo bei euch in der Stadt so ein Krimi-Dinner ist und wann und welche verschiedenen Stücke da aufgeführt werden, dann schaut doch einfach mal vorbei bei dinnerkrimi.de. Da kann man sich das angucken und auch buchen. Und ja, es ist so ein Vier-Gänge-Menü immer dabei. Und so zwischen den Mahlzeiten wird dann eben die Geschichte vorangetrieben. Wie gesagt, es ist ein schönes Theater und man glotzt nicht irgendwo vorne auf einer Bühne, sondern die Bühne ist um einen herum und auch Requisiten liegen auf dem eigenen Tisch rum. Macht Spaß. Sollte für jeden eigentlich irgendwas dabei sein. Ja, macht das ruhig mal. Und ich verabschiede mich für heute auch schon wieder. Ciao.